Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Foodtest-Video. Und zwar teste ich heute die neuen Likeys, einmal in Strawberry Cheesecake und einmal in Chocolate Karamell. Und es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus und es klingt extrem lecker. Deswegen bin ich sehr gespannt und ich fange an mit Chocolate Karamell. Oha, ich würde sagen, sieht einfach 1:1 aus. Wie auf dem Karton. Das ist sogar Originalgröße, oh mein Gott. Das ist ja mal geil, das ist einfach 1:1 die Größe. Pluspunkt. Und ja. Boah, mega cremig. Oh Gott, ich hatte lange kein Schoko-Eis mehr. Also ich mag ja eigentlich kein Schoko-Eis, wirklich gar nicht. Was sehr ironisch ist, da ich Schokopudding mag und kein Vanillepudding. Aber es ist bei mir immer zu langweilig, so Schoko-Vanille-Eis. Und ich koste jetzt nochmal noch Karamell. Boah, aber richtig cremig. Oh, das Karamell ist richtig gut. Oha. Oh, echt lecker. Boah, ich finde die Konsistenz. Das ist richtig dick. Also man hat wirklich... Aber es schmilzt so richtig cremig. Boah, richtig gut. Also so typisch Langnese halt. Ja, das ist schon mal sehr gut. Strawberry Cheesecake. Auch hier wieder einfach wie auf der Packung. Also nicht so viel versprochen. Oh mein Gott. Richtig natürlich nach Erdbeeren, nicht künstlich. Und das ist auch nicht ganz so süß. Das ist ja mal richtig geil. Uff. Das mag ich auf jeden Fall mehr. Da es wirklich sehr natürlich ist, sehr, sehr, sehr erdbeerig. Aber durch das Cheesecake kommt was richtig cremiges. Und wow. Voll gut. Oh mein Gott. Also das hat mich echt gerade sehr positiv überrascht. Nährwerte kann ich sogar sagen, das hat nur 106 Kalorien. Und das ist fast so groß in mein Gesicht. Und das andere 135 Kalorien. Aber ist halt Schokolade und Karamell. Also, ja. Das Gute daran ist ja, dass es komplett natürliche Zutaten sind. Und oha. Hab mich gerade vorhin das Strawberry Cheesecake verliebt. Mega. Bekommt sogar eine 10. Ich habe nichts zum Aussetzen. Es ist super cremig, super lecker, super natürlich. 10 und 9. So. So mache ich das. Und genau. Dann zeige ich euch das gleich noch vom Namen und die Nährwerte noch genau. Und die Inhaltsstoffe. Und ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Und tschüss, bis zum nächsten Video. Bye.